Hallo Leute, mein Name ist Dr. Rocker und ich zeige euch jetzt alles, was wichtig ist, um ordentlich Comics zu zeichnen. Heute ausnahmsweise in Deutsch. God, please, no! No! Los geht's! Das Wichtigste sind die sogenannten Gesture Drawings, also Gestenzeichnungen. Diese sollten so viel wie nur möglich geübt werden, da sie den Grundbaustein für unsere Zeichnung darstellen. Hierfür halten wir den Stift locker in der Hand und versuchen mit simplen Formen unsere Figur zu modellieren. Startet mit dem Kopf oder mit dem Torso, wie es euch lieber ist. Auch vor jeder Zeichensession beginne ich mit ein paar schnellen Gestenzeichnungen, um mich aufzuwärmen. Und natürlich sind diese auch wichtig, um die richtige Geste für unsere Zeichnung zu finden. Die Gestenzeichnung könnt ihr auf einem billigen Kopierpapier machen wie dieses hier, um Geld und Ressourcen zu sparen. Ein weicher Bleistift wie dieser 2B oder auch ein roter Buntstift sind hier besonders gut geeignet, da sie regelrecht über das Papier gleiten. Für kleine Details sind diese Stifte aber eher die falsche Wahl. Um mit der tatsächlichen Zeichnung zu starten, könnt ihr entweder eine grobe Grundzeichnung auf einem billigen Blatt Papier anfertigen, um diese dann mittels einem Lightboard auf ein gutes Blatt Papier zu übertragen. Oder ihr zeichnet direkt auf dem Bristleboard. Denn das ist das Zauberwort, wenn es um Papierwahl geht. Bristol. Bristol ist keine Marke, sondern beschreibt die Art des Papiers. Sehr glatt und haltet auch einiges an Radierungen aus. Es gibt natürlich einige Marken, mein Favorit allerdings ist Strathmore. Die 200er Serie von Strathmore ist die günstigste und trotzdem von hervorragender Qualität. Die Blätter der 200er Serie kommen übrigens auch mit den vorgefertigten Blue Lines, die helfen können, alles etwas genauer einzuteilen. Aber jetzt wird mal gezeichnet. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Ich beginne nun mit der Grundzeichnung von meinem Charakter direkt auf dem Bristol-Papier. Um sicher zu gehen, werfe ich einen Blick in den Spiegel. Somit sehe ich sofort jeden großen Fehler. Auch ein Foto mit dem Handy kann eine große Hilfe sein, um Fehler zu finden. Und die Ansicht von weiter weg, also in klein, zeigt auf, ob das Konstrukt in Ordnung ist. Ich benutze gerne einen dieser Radierstifte, um falsche und Konstruktionslinien zu entfernen. Sind die Proportionen in Ordnung? Dann wird es Zeit, sich an die Details des Kostüms zu machen. Da wir heute den Batman zeichnen, halten sich die Details von Kostüm im Grenzen und sind schnell erledigt. Alles da, was Batman ausmacht. Das Zeichen auf der Brust, die Ohren, Cape, Handschuhe und Gürtel. Wie vorher schon erwähnt, ist eine weiche Bleistiftmine wie dieser 2B hier etwas ungeeignet, um genauere Details auszuarbeiten. Somit lege ich nun meinen 2B-Bleistift weg und mache mit einem H-Bleistift weiter. Ihr könnt auch eine 2H-Mine benutzen, die ist nochmal härter und schmiert somit noch weniger. Allerdings muss auch fester aufgedrückt werden, umso härter der Bleistift ist, sonst wird die Zeichnung zu hell. Dann passiert es leichter, Fehler zu übersehen. Falls geinkt wird, kann es sein, dass es schwierig wird, alles neben den tiefschwarzen Linien zu erkennen. Und sollte es eine Bleistiftzeichnung bleiben, sieht es netter aus, wenn es nicht zu hell ist. Um mit meinem H-Bleistift zu starten, benutze ich erst einen Knetgummi, um alles etwas aufzuhellen. Das geht auch mit einem normalen Radiergummi, aber mit dem Knetgummi geht das etwas leichter. Der nächste Schritt ist das sogenannte Line Weight. Damit wollen wir mehr Dynamik in unsere Linien bringen. Hierzu sollten wir schon wissen, von wo das Licht kommt, das unseren Charakter trifft. Wir werden hier eine Standard-Comicbuch-Beleuchtung wählen. Die Hauptlichtquelle kommt von oben links, eine zweite, kleinere Lichtquelle von der rechten Seite. Das heißt, die Linien sollten von unten nach oben hin dünner werden. Mit dem Bleistift ausmalen oder auch ein unterschiedlicher Druck führen zu diesem Ergebnis. Und schon sind unsere dynamischen Linien fertig. Solltet ihr lieber mit Inks, also Tusche, arbeiten, gibt es einen sehr tollen Stift von Tombow. Der lässt sich total einfach bedienen und im Nu entsteht eine perfekte Linie. Aber auch ein Micron Pen ist bestens geeignet, um eine schöne dynamische Linie zu erzeugen. Mit etwas mehr Druck wird die Linie dicker und mit etwas mehr Gefühl wird sie dünner. Jetzt kümmern wir uns um die sogenannten Strong Blacks, also die schwarzen Stellen in unserer Zeichnung. Die Schatten.
Das Licht kommt von oben, somit muss eine Stelle wie diese Schulter hier einen Schatten an dieser Stelle bilden. Und gleichzeitig wirft diese Schulter auch einen Schatten auf den Bizeps. Auch hier muss es schwarz werden. Stellt euch die Schulter hier vor wie eine Kugel, dann wisst ihr gleich, wo der Schatten hingehört. Die Hände wären dann Zylinder und die Faust wie ein Würfel. Wenn wir die schwarzen Flächen definieren, müssen wir auch etwas Platz lassen für die Hatching-Linien, also Obacht ist geboten. An Stellen wie dieser hier müssen wir die zweite Lichtquelle beachten, die einen sogenannten Schlagschatten, a Rim Light, von dieser Seite verursacht. Wir sollen aber nicht einfach nur eine Linie zeichnen wie hier, sondern etwas interessantere, kantige Formen sorgen dafür, dass das Ganze etwas besser aussieht. Und obwohl hier sonst gar kein weiterer Schatten wäre, werden wir trotzdem einen Schatten hier einbauen, um dieser zweiten Lichtquelle etwas mehr Kraft zu geben. Eine Parallellinie, aber wiederum nicht einfach nur gerade, sondern mit etwas mehr Kanten und Ecken, parallel zur Outline von diesem Arm. Wenn eine Zeichnung wie das später gefärbt wird und dieser Schlagschatten hat eine andere Farbe als der Rest, das sieht unheimlich gut aus. Ihr könnt natürlich auch bis zum Rand schattieren und anschließend mit einem dieser Radierer den Schlagschatten freimachen. Allerdings ist das die etwas mühsamere Methode. Aber auch das funktioniert. Bei jedem Arbeitsgang, den wir heute machen, ist es sehr wichtig, dass ihr das Papier in eine Richtung dreht, in der ihr angenehm arbeiten könnt. Mit einem abgeflachten Bleistift sind die schwarzen Flächen im Nu gefüllt. Um die schwarzen Flächen besonders gut aussehen zu lassen, könnt ihr einen Blending Stick benutzen, um alles etwas zu verwischen. Jetzt sieht unsere Zeichnung schon mal wesentlich interessanter aus. Doch noch interessanter wird alles mit Venen und Falten. Wir zeichnen vorsichtig und sehr hell ein paar coole Venen ein. Und radieren die schwarzen Flächen weg, die von den Venen gekreuzt werden. Wir reparieren das zu viel Wegradierte. Und jetzt zeichnen wir ausschließlich den Schatten, den die Vene wirft. Ein sogenannter Negative Space Drawing. Ihr seht, das macht einen riesen Unterschied. Das Licht kommt von oben, also wirft die Vene einen Schatten nach unten. Und wo die Vene dünner wird, wird der Schatten kleiner und dann wird sie wieder dicker und der Schatten wird wieder größer. Somit entsteht ein sehr natürliches und echt aussehendes Bild. Ähnlich ist es mit den Falten im Kostüm. Auch hier zeichnen wir nur den Schatten, aber nicht mit geschwungenen Linien wie bei den Venen, sondern eher nur gerade Linien. Und jetzt wirkt unser Bild schon mal richtig cool. Und wenn es jemandem stilmäßig gefällt, ist es auch total okay, hier aufzuhören, das Ganze zu inken und mit Farben weiterzumachen. Aber ich persönlich bin ein Riesenfan von Schraffierungen, auch Hatching oder Rendering genannt. Damit, finde ich, wird das Bild erst richtig zum Leben erweckt. Hier müssen wir der Form der einzelnen Muskeln folgen. Die sind in der Regel rund und brauchen somit einen leichten Bogen. Die Linien sollten in einem gleichmäßigen Abstand zueinander stehen. Dieser Abstand darf jedoch etwas größer werden, je näher wir uns der Lichtquelle nähern. Die Linien werden dünner in Richtung des Lichts. Die Hatching-Linien macht ihr entweder von euch weg mit etwas Schwung
oder ihr lasst euch mehr Zeit, was übrigens total erlaubt ist. Es muss nicht immer sehr schnell gehen. Und zieht die Hatching-Linien zu euch her. Einfach ausprobieren und die Bewegung, die euch leichter fällt, die solltet ihr verfolgen und benutzen. Und um diese Rundung hier etwas mehr zu beleuchten, werden die Hatching-Linien hier relativ schnell sehr viel kürzer. Und Richtung Licht, nach oben, wie vorhin schon erwähnt, wird der Abstand zwischen den Linien etwas größer. Somit erscheint diese Schattierung heller. Ihr könnt auch einen kleinen ovalen Kreis machen und dann raushatchen. Ich persönlich bevorzuge allerdings die etwas ruhigere und kontrolliertere Variante. Auch hier wird man sehr schnell mit der Zeit. Braucht einfach etwas Übung. Kurze Kanten, wie hier dieses Knie, brauchen lediglich eine punktartige Schraffur. Das genügt vollkommen. Auch hier. Längliche Muskeln, wie der Oberschenkelmuskel hier, brauchen eine lange Linie. Und auch unsere Venen werden mit einer punktartigen bzw. wirklich kleinen Strichen schraffiert. Sieht gleich wesentlich belebter aus. Wenn ihr sehr vorsichtig seid, könnt ihr auch einen weichen Pinsel wie diesen 2B-Pinsel benutzen, um zu schraffieren. Damit ist man sehr viel schneller und man braucht wesentlich weniger Druck. Allerdings verschmiert sich das Ganze sehr einfach. Also wie gesagt, Vorsicht ist geboten. Wenn ihr jetzt etwas schneller arbeiten möchtet, ist es jedoch eine gute Alternative. Ich bleibe jetzt allerdings bei meiner Haarmine, um zu gewährleisten, dass das ganze Bild aussieht wie aus einem Guss. Wenn ich nun hatchen würde mit einem 2B-Bleistift, dann wäre das Ganze etwas lustig anzusehen, denn die Linien wären wesentlich dunkler. Es dürfen auch etwas dickere Linien dabei sein, so wie hier. Und ob und wie viel ihr schattiert, ist natürlich eine Frage des Stils. Ich persönlich kann nicht genug kriegen von diesen Linien. Wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt, ist in meinen Zeichnungen das Hatching groß geschrieben. Doch das zu entscheiden, liegt in eurem eigenen Ermessen. Und nach all diesen Regeln werden wir nun unseren Schraffierungsprozess zu Ende bringen. Und somit kommen wir mit unseren Schraffuren zu einem Ende. Noch zu erwähnen ist, dass die Falten nicht schraffiert werden. Die sehen besser aus, wenn die einfach lose bleiben. Man kann, wie bei den Venen, kleine punktmäßige Schraffierungen machen, aber ich würde sie eher weglassen. Sieht besser aus, finde ich. Sonst wird es langsam etwas zu verwirrend. Solltet ihr was wegradieren müssen und das Ganze sieht im Nachhinein etwas komisch aus, weil alles ein bisschen verschmiert ist, nur hier nicht. Nehmt einfach den Finger und schmiert etwas drüber. Dann hat alles wieder denselben leichten Grauton und sieht besser aus. Um die Formen der Körper noch etwas zu unterstreichen, machen wir am besten mit einer aufgestellten Bleistiftkante ganz dünne Linien der Form entlang. Somit sieht das Ganze noch viel interessanter aus. Aber nicht übertreiben. Einfach ein paar von diesen Linien und das Ganze kriegt noch etwas mehr Dreidimensionalität. Insbesondere in Bereichen wie hier, wo eigentlich nichts drin ist, kann es nicht schaden, etwas reinzufüllen. Auch in die Richtung macht noch einen sehr, sehr großen Unterschied. Allerdings nie in den Schlagschatten hinein. Der soll komplett hell bleiben. Zu guter Letzt finden wir jetzt noch einen guten Platz für unsere Unterschrift und am besten gut leserlich schreiben. Und fertig ist unser Superheldenbild. The Batman. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei diesem Video und mehr noch hoffe ich, ihr habt was gelernt.
Falls das der Fall sein sollte, lasst mir doch gerne ein Abo da, und auch die Glocke aktivieren, ganz wichtig, um keines meiner weiteren Comicbuch-Zeichenvideos zu versäumen. Und falls ihr diesen Batman nachzeichnen wollt, findet ihr das fertige Bild mit allen Zwischenschritten auf meinem Instagram-Account, Dr. Rocke Art. Link ist in der Beschreibung. Ach ja, und solltet ihr auf der Vienna Comic Con sein, ich werde dort vertreten sein, 1. 2. Oktober. Findet mich einfach bei meinem Stand. Würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und um eure neu gelernten Skills gleich noch zu verschärfen, schaut doch mal in eines dieser Videos rein. Das ist meine Tutorials-Playlist. Hier findet ihr alles, was euer Herz begehrt zum Thema Comicbuchzeichnungen. Sämtliche Tutorials, tiefgehender als in diesem Video. So, viel Spaß beim Zeichnen und wir sehen uns da, meine Freunde.